Guten Morgen. Die Macht der Stimme. Ein Buch aus dem Hause Redline von der Ingrid Amon, die ja als Sprecherin, Moderatorin im Hörfunk gearbeitet hat. Und dieses Buch ist mittlerweile, glaube ich, in der 9. Auflage. Und ich habe als Rezensionsexemplar die 7. Auflage erhalten. Das möchte ich noch vorher ganz explizit erwähnen, weil ich hoffe, dass einige Dinge, die ich heute anspreche, in der 9. Auflage nicht mehr zu finden sind. Kann ich also nicht sagen, weil der Redline Verlag mir kein aktuelles Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt hat, sondern tatsächlich ja, 2 Auflagen zuvor. Aber selbst für die 7. Auflage gibt es dann ein paar Punkte. Ja, wir kommen dann darauf. Also, in dem Buch geht es darum, wie man seine Sprechstimme trainiert. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Sache für YouTuber, aber, und da verweise ich auf den ersten Teil des Buches, es wird auch ausführlich dargelegt, wie jeder Mensch davon profitiert, dass seine Sprechstimme in irgendeiner Weise verbessert wird. Man kann im Alltag, im beruflichen Kontext und ja auch im zwischenmenschlichen Bereich sehr viel davon profitieren, wenn man an seiner Stimme arbeitet. Und ja, deswegen habe ich mir auch das Buch sozusagen als Rezensionsexemplar zukommen lassen, weil ich weiß, dass nicht nur ich als YouTuber, sondern viele von euch auch gerne ihr Leben bewusster gestalten und ja, und entsprechend ihre Stimme vielleicht auch mehr Nachklang verhelfen wollen. Zum mehr Nachklang verhelfen wollen. Ja, doch. Ja, also hier geht es nicht wie bei anderen Rezensionen, ich verweise da oben auf meine Infokarten, um die Rede an sich, also um den Inhalt der Rede, wie man eine Rede aufbaut, wie man eine Rede beginnt, wie man Spannungsbögen ja, schwingt, sondern es geht hier darum, wie man seine Stimme trainiert. Das heißt wirklich ganz organisch, was mal der Aufbau, wie ist der Hals, wie ist die Stimme aufgebaut, wo kommen die Töne her. Wie artikuliert man und so weiter. Dazu ist eben auch, und das finde ich sehr, sehr wichtig, eine CD enthalten. Das heißt, es ist nicht nur ein Buch, sondern in dem Buch ist auch eine CD, wo man dann eben auch mal hört, was die Autorin uns sagen möchte. Und wo auch Übungen drauf sind, wo man besser nachmachen kann, wenn man das irgendwie schon mal gehört hat. Und von daher ist dieses Buch ja, durchaus ein Buch, was Seltenheitswert hat. Also zum Aufbau einer guten Rede gibt es viel, zu Stimmtraining gibt es jetzt nicht so viel Literatur. Und deswegen ist das Buch wahrscheinlich auch schon in so einer hohen Auflage vorhanden, weil das halt immer wieder, ich weiß nicht, ob es das Standardwerk ist, aber weil da immer wieder gern zurückgegriffen wird auf das Buch. Hier sind wirklich einige Dinge dabei, die man wirklich sonst noch nicht gelesen hat. Wie zum Beispiel, dass es einen Unterschied hat, wo die Zunge liegt, ob man freundlich oder ärgerlich rüberkommt. Oder dass bei freundlichen, ärgerlichen Sprechen die Zunge woanders liegt und man mit bewusstem Training, mit Bewusstheit, wofür ja auch mein Kanal steht, mit Bewusstheit man eine freundlichere, ja, Atmosphäre versprüht. Vielleicht auch im kritischen Diskurs, aber durch die Zungenlage verändert sich einfach das Gesichtsbild und verändert sich auch die Stimmung. Und das finde ich halt sehr, sehr interessant. In dem Buch ist sehr, sehr viel Theorie, aber auch einiges an Praxis. Also hier sind wirklich praktische Übungen dabei und es ist von der Seite her, war ich wirklich sehr zufrieden mit dem Buch. Weil ich hatte auch Angst gehabt, dass das wieder nur so ein Aha, Stimme ist wichtig und so weiter. Aber hier sind wirklich ganz, ganz konkrete und viele Übungen dabei, wo man seine Stimme trainieren kann. Sehr, sehr positiv. Das Buch ist wirklich umfassend, das bedeutet vom Inhalt her, angefangen von den organischen Strukturen bis hin zu den ganzen Trainings, aber auch solche Sachen wie was so sehr, sehr grenzwertig schon ist, also im Bereich der Esoterik anzusiedeln, also irgendwelche Steine, das ist allerdings nur eine Seite, irgendwelche Steine, die das Sprechen unterstützen und also solche Sachen, wo sicherlich die meisten Leser sagen, okay, das ist mir jetzt ein Tick zu weit, aber das ist auch nur ganz kurz. Ich will damit wirklich sagen, das Buch ist wirklich umfassend. Also hier hat man wirklich ein Buch, wo alles zur Stimme drinsteht und ja, das muss einfach positiv erwähnt werden. Das Buch ist gut verständlich, das heißt, hier kann jeder Mensch eines jeden Bildungsgrades in dem Buch glücklich werden. Sehr, sehr einfach geschrieben und die Übungen sind sehr einfach. Ja. Hier kann jeder Mensch einfach seine Stimme trainieren. Sehr, sehr gut. Ja, da gibt es auch ein paar Sachen, die auch negativ auffallen beim Lesen. Also zum Beispiel auf Seite 12
da steht drin, also es wird auf den psychorespiratorischen Effekt Bezug genommen, dass man sozusagen, wenn man etwas sieht und etwas beobachtet, dies dann sozusagen nachahmt. Und dann wird hier geschrieben, dieses Phänomen kennen Sie auch vom ansteckenden Genen oder vom eigenen Speichelfluss, der schon einsetzt, wenn wir nur zuschauen, wenn jemand eine Zitrone beißt. Also einfach faktisch falsch, weil wir... Unser Speichel läuft nicht an, weil der andere, weil dem anderen sein Speichel fließt, also das wäre dieser psychorespiratorische Effekt, dass wir das sozusagen nachahmen, sondern unser Speichel läuft, weil wir die Zitrone sehen. Und deshalb läuft der Speichel. Ist einfach ein logischer Fehler, aber sowas fällt halt auf. Und ja, dann geht's halt weiter. Es gibt hier eine echte große Menge an Rechtschreibfehlern. Also das ist teilweise für die 7. Auflage eklatant. Also ich kann es nur sagen, also große Aufmerksamkeit auf Seite 74, vielleicht liest es ja auch, hört es auch der Verlag, der kann dann vielleicht in der 9. oder 10. Auflage dann vielleicht mal nachbessern. Auf Seite 74, das Wort Aufmerksamkeit, da fehlt ein I. Auf Seite, ich habe mir ein paar Sachen mal aufgeschrieben, auf Seite 120, die Aufforderung ist Aufforderung klein geschrieben. Seite 121 wird Intention einmal mit S geschrieben, einmal mit T. Also Intention und einmal Intention. Intention und Intention sind auch zwei verschiedene Begriffe. Aber in diesem Bereich, also in dem Zusammenhang, wo es hier in dem Kontext, wo das hier genannt wurde, sind sie als Gleiches genannt worden. Das heißt, hier hat man einfach denselben Begriff, ja, einmal so geschrieben. Und ja, ist natürlich schon ziemlich krass. Oder auch unten wieder, auf derselben Seite, das Aktivieren. Aktivieren klein geschrieben. Und also 136, ich habe mir einfach nur mal exemplarisch 3 Seiten rausgeschrieben. Auf Seite 36, das war nicht immer so, sollte es heißen. Und geschrieben ist, das was nicht immer so. Und das was mit SZ, SZ liegt daneben R, glaube ich, auf der Tastatur. Und zusammen mit nicht geschrieben. Also das sind wirklich, also... Das sind 3 Seiten. Ich habe ja noch einen gefunden. Ich habe da nicht mal angestrichen, aber das sind jetzt nur 3 Seiten. Und das ist die 7. Auflage. Und befremdlich. Einfach nur befremdlich. Generell als Kritik auch noch zu sagen ist, es gibt bei Aussagen wie zum Beispiel unser Körper kann das Künstliche vom echten Lachen nicht unterscheiden. Da wird auf die biochemische Wirkung referiert. Das ist aber nirgends eine Quelle dazu. Also ich finde das schon als Statement so, dass ich sage, ja wirklich? Ja, wo hast denn du die Informationen her, Frau Among? Und das steht nicht da. Hinten gibt es natürlich einen Quellenverweis, aber es ist natürlich witzlos, aus den 20, 30 Büchern, die da genannt sind, da irgendwie genau die Informationen rauszusuchen. Das heißt, das Buch hat keinerlei wissenschaftlichen Anspruch, ne? Und ist halt eben auch durchaus, ja, kann man sagen, schlecht lektoriert. In der 7. Auflage, wohlgemerkt, auch anzumerken negativ ist, dass die Autorin halt immer, sie ist ja selber auch Sprechtrainerin dann geworden, dass dem Leser das Gefühl gibt, dass, ja, wenn ihr noch mehr wissen wollt und wenn ihr das wirklich gut machen wollt, dann müsst ihr zu einem professionellen Sprechtrainer gehen. Also versucht halt sozusagen seine eigene Leistung dann noch an den Mann zu bringen. Gut, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches für so ein Buch, aber es halt irgendwie hat immer so einen negativen Beigeschmack, finde ich halt nicht so pralle. Generell hat die Frau Among oder Amon, keine Ahnung wie sie ausgesprochen wird, ja, sie unterstützt durch das, was ich gerade genannt habe, aber auch sonst sehr suggestiv ein vermindertes Selbstwertgefühl des Menschen. Man soll immer zu Experten gehen und wenn irgendwas mit der Stimme ist, soll man sofort zum Arzt gehen und man soll immer zu anderen gehen und ja nicht um sich selbst dann kümmern, sondern ja, das kommt immer wieder in dem Buch so ein bisschen unterschwellig durch, wirkt auch etwas befremdlich. Aber letztlich das, worum es geht, die Stimme trainieren, das kann man mit dem Buch wirklich sehr gut machen und das ist auch so der Hauptpunkt. Ich wollte die anderen Punkte einfach nur erwähnen, weil sie mir aufgefallen sind beim Lesen des Buches und ja, und dementsprechend auch euch vorstellen, damit ihr wisst, was ihr kauft, so denn ihr das kauft. Das Buch ist zu haben für, glaube ich, 26 Euro mit CD. Das ist in Ordnung, weil das ist wirklich ein Praxisbuch, mit dem man auch viel, viel arbeitet. Ich denke, sowas kann man sich auch da mal leisten. Den Link zum Buch habe ich euch unten wie immer hingetan. Und ja, letztlich für mich persönlich
Ja, würde ich schon sagen, also einen Ein-Sterne-Abzug muss es auf jeden Fall geben vom Optimum, aus dem einfachen Grunde, weil, wie gesagt, schlecht lektoriert, überhaupt nicht diese wissenschaftlichen Sachen fundiert und halt eben suggestiv immer dieses, du kannst nicht alles selber, du musst dir immer helfen lassen, ist halt alles irgendwie, das ja, führt bei mir, das sind keine großen Punkte, aber das führt bei mir einfach dazu, dass ich sage, nee, da kann ich nicht guten Gewissens 5 Sterne geben. Deswegen gebe ich für das Buch 4 Sterne und wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Bis morgen, euer Christian.